Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von KSP. Als erstes solltet ihr ein leichtes Rauschen hören. Wundert euch nicht, ich habe hier hinten den Ventilator an. Ich weiß nicht, ob man ihn hört, nur auf den Fall der Welt, dass man ihn hört. Das ist ein Lüfter hier, ne? Nicht wundern. Es ist scheiße warm und I need it. So, was machen wir heute? Wir bringen einen kleinen Extrabohrer zum Mund. Wir bauen heute quasi an der Mundstation weiter. Ich habe sogar schon was vorbereitet. Ich habe quasi schon zwei weitere davon, nur mit einer anderen Bohrspezialisierung, hochgeschafft zum Mund. Und das ist der letzte der drei, die ich erstmal eingeplant habe. Den Bohrer zeige ich euch gleich. Wir werden das dann wieder verbinden müssen, alles mit Kabeln. Das heißt, es gibt dann gleich wieder einen Außenbordeinsatz. Und prinzipiell hat jeder dieser kleinen Bohrer, den ihr gleich sehen werdet, quasi zwei Bohrköpfe dran. Zwei sind schon dort, das heißt, dort sind vier. Das ist für normales Erz. Und das, was wir jetzt hier haben, ist nochmal für Metall gezielt. Ich vermute, oder ich denke, die Folgen, wo wir jetzt mit der Moonbase, das dauert noch ein bisschen, bis ihr die seht. Aber ich vermute mal, dass einige von euch sich vielleicht sogar denken, warum suchst du denn nicht erstmal nach Ressourcen und planst nach den Ressourcen den Standort deiner Moonbase? Könnte ich machen, dass ich erstmal einen Satelliten hinschicke, der dann sich die Ressourcen anguckt, wo denn was verfügbar ist, vor allem auch Wasser und Co. Ist vollkommen klar. Fand ich jetzt aber nicht so wichtig, muss ich ehrlich sein. Die Sache ist, egal was du für eine Ressource quasi im Boden unter deiner Base hast, du generierst trotzdem eine gewisse Menge. Das ist vielleicht dann nicht viel, aber du generierst trotzdem eine gewisse Menge. Und wenn du jetzt nicht sagst, du guckst auf die Uhr und du hast ein Zeitlimit für irgendwas, keine Ahnung, ist es eigentlich relativ irrelevant. Ich weiß nicht, ob das bei allen Ressourcen so ist, das muss ich sagen, das weiß ich nicht. Kann auch sein, dass da bestimmte Ressourcen wirklich, da musst du on-spot landen, um bestimmte Ressourcen zu bekommen, das kann sein. Würde ich dann sehen, wenn es soweit ist. Dann müssten wir dementsprechend einen Bohrer weiter weg platzieren. Wir können theoretisch trotzdem mal einen Ressourcenscanner in einen polaren Orbit um Mund bringen. Ich will sowieso nochmal ein kleines Relais um Mund aufbauen. Also ich will noch mindestens drei Satelliten um Mund schicken, dass wir da einfach noch ein bisschen bessere Kommunikation kriegen in Zukunft. So. Jetzt warten wir ganz kurz, bis das hier durch ist, das Manöver. Piu! Nee, das könnt ihr mal vergessen. Noch nicht. Nope, nichts mit automatisch, bitte. So, ihr seht schon, das ist der Rover, den können wir dann quasi aufbocken. Der hat hier kleine ausfahrbare Stützen. Und das ist jetzt komplett für Eisen mit zwei Bohrern. Hat Strom separat dabei, hat Hitzeableitung separat dabei. Was quasi natürlich, wenn wir das im Endeffekt mit der Station verbinden, bei drei solchen kleinen Bohrern, ordentlich neuen Strom hinzubringt und, ja, uns auch bessere Wärmeableitung ermöglicht. So. Wir spulen einmal vor. Ich hatte erst überlegt, ob ich dann halt separat nochmal ein Energiesegment mache und separat nochmal was für die Hitzeableitung. Da hatte ich sogar Sachen schon gebaut für. Aber ich denke, ich werde das einfach immer kombinieren, wie jetzt hier. Das war einfach quasi das mit dabei hat. So. Jedes Segment, was zur Station dazukommt, wird eine eigene kleine Stromproduktion haben, wird wahrscheinlich eine Hitzeableitung haben. Und wenn wir das alles mit der Station verbinden, wird es im Endeffekt die Kapazitäten der Gesamtstation mit allen angeschlossenen Sachen verbessern. Ich glaube, das ist einfach am besten. Dann muss ich nicht nochmal irgendwie extra Sachen dann noch anpacken. Ich will ja auch ein bisschen auf die Performance gucken. Wäre ja auch ein bisschen kritisch, ne? Ich habe auch ein bisschen letzter Zeit nach Asteroiden wieder gesucht. Es kommen einige interessante Kandidaten demnächst in den Kerbin Orbit. Da muss ich aber sagen, da würde ich nochmal eine eigene Sonde bauen.
Und ich würde dafür gezielt wirklich mal eine Folge oder eine Aufnahmesession machen, dass wir wirklich dann innerhalb von 2, 3 Folgen wirklich gezielt Zeit oder dann skippen, um den Asteroiden zu catchen. Also nicht warten nach dem Motto, jo, dann Achtung, dann kommt Asteroiden und so, sondern das machen wir dann gezielt, dann spulen wir direkt vor und ziehen das direkt durch. Ich habe auch bis jetzt immer noch keine Kometen gespottet, muss ich sagen. Kometen hatten wir auch noch nicht gespottet, leider. Also das kann ich eigentlich schon wegmachen. Ich hatte ja eine Aufgabe, dass ich Kometen spotten soll, aber ich habe noch keine Kometen gespottet. Das ist ein bisschen schade eigentlich. Ich gucke immer wieder mal, aber leider noch kein Glück, was Kometen angeht. Ich finde das mit den, dass man diese Punkte so sieht. Und du genau weißt, was es ist anhand der Farbe. Aber hier oben hier gerade auch noch mal was. Hier. Nidon. Es ist so gut. Wir sind da. Konzentration. Schwimmen wir vor. Bremsen ab. Ich habe auch die anderen zwei Bohrer, die ich schon hingeschickt habe, noch nicht mit der Station verbunden. Das machen wir jetzt alles zusammen. Ich dachte mir so, ich habe das jetzt mal gemacht, dass ich da halt schon was hingeschickt habe, jetzt schon den Teil. Weil die Sache ist halt, ich habe mir gedacht, es wäre jetzt dreimal dasselbe. Wisst ihr, was ich meine? Es wäre dreimal dasselbe und da habe ich mir gedacht, so, okay, komm, schickst du schon zwei hier hin und dann machen wir eines zusammen. So. So, das passt alles. Land at Target. Let's go. Ich dachte mir so, das ist dann vielleicht ein bisschen angenehmer einfach. Auch für den Fortschritt und zum Zugucken. Das würde ich dann halt wahrscheinlich irgendwie 2, 3 Folgen machen mit demselben. Wobei, das jetzt gerade dauert nur 7 Minuten, sagen wir mal 2 Folgen, wo teilweise nur dasselbe passiert. Muss ja nicht sein. Ich will das mal so rumdrehen, bitte. Okay, Auto-Warp hat er auch drinne. Warum macht er nichts? Hallo? Warte mal. Irgendwas hat er gerade. Ich verkleinere mal die Bahn. Ich glaube, das hilft ein bisschen, wenn die Bahn ein bisschen kleiner ist. Weil das ist gerade sehr asymmetrisch. Vielleicht hat Magic damit gerade ein Problem. Ich sage jetzt nicht, auf der Mission gibt es Probleme. Die ganzen Missionen vorher so gar keinen Stress. So überhaupt nicht. Und jetzt bei der Folge, die ich aufnehmen will, bei der Sonde, denke ich so, jetzt habe ich Bock auf Stress. Land at Target. Ah, jetzt spult er auch vor. Guck einer an. Jetzt macht er auch. Sehr schön. Da sind wir Oma gelandet. Jol. Nee, der ist nicht echt. Okay, er spult wieder vor. Wo sind wir denn gerade eigentlich? Ah, wir sind gleich da. Und das macht er aber ganz schön abrupt. Also vorher hat er. Okay, ich sag nichts. Da aber ganz schön ab, du.
So. Ich nutze das hier noch zum Abbremsen. Wir hätten ja hier genug drin eigentlich. Oh Gott. Lag, jetzt lädt hier unten wieder alles. Mir ist übrigens aufgefallen. Warum? Ich dachte ja, dass die Base immer mal rutscht oder so, ne? Aber die Base rutscht an sich gar nicht so sehr. Es ist mehr. Wie könnte man sagen? Es ist weniger die Base, die rutscht. Dieser Boden, die Texturen, die werden immer wieder neu generiert, wenn man in den Radius kommt. Das heißt, die rutscht nicht. Die Steine sehen nur immer anders aus, weil das ganze Ding dann immer neu gerendert wird, wenn man in die Gegend kommt. So. Drehen uns schon mal in die Richtung, weil in die Richtung fahren wir dann gleich. Aber an sich werden die immer wieder im selben Muster gerendert, weil diese Fläche hier ist schon die ganze Zeit so halbwegs frei. Aber die Anordnung der Steine scheint immer wieder anders zu sein. So, Pi mal Daumen. Also glaube ich gar nicht, dass die Station wirklich so sehr rutscht. Ein bisschen wird sie rutschen, jedes Mal, wenn man dann wieder neu reinkommt ins Gebiet. Achtung, gleich knallt's. Und jetzt. Lag. Boom. Kann die Engine bitte ein bisschen wegfallen, danke. Das ganze Zeug hier, die Engine und den anderen Schrott hier, was so überlebt. Da hinten auch noch. Das können wir uns dann theoretisch, wenn wir den Rover hier haben, holen. Das sollte kein Problem werden. Ganz slow. Sehr schön. SAS wieder an. Ich mach mal, wo ist es denn? Steuerung. So ein bisschen aus, dann wird es nicht so schlimm mit dem Kippen. Jetzt fahren wir erstmal dahin. Parken uns ein. Ich habe hier auch schon gleich so ein bisschen Zeugs rangesetzt, dass die quasi mit Connections schon kommen. Dass ich die nie erst ranschweißen muss noch. Dann können wir vielleicht ein bisschen angenehmer die Außenbordeinsätze machen. Weil ich habe auch nicht mehr so viel Stuff jetzt in der Station für sowas hier. Sowas habe ich nicht mehr so viel. Das heißt, wir könnten da mal eine Supply Tour theoretisch schon machen oder einplanen. Oder wir stellen es halt selber her. Dass wir quasi als erstes den Rover bauen. Das machen wir heute auch. Also wir lassen auf der Station den Rover bauen. Das machen wir auch. Definitiv. Lassen wir auf dem größeren Pad bauen. Und dann hoffe ich, dass ich da runter spacen kann mit. Wenn der fertig ist. Ich schaue mal, wie das funktioniert. Kann sein, es gibt einen kompletten Fehlschlag und das Ding explodiert oder so. Keine Ahnung. Das ist alles im Bereich des Möglichen. So, Triebwerk können wir ausschalten. Ist eigentlich eine gute Idee, die ganzen Triebwerke mal auszuschalten. Das könnt ihr eigentlich auch so mal machen, muss ich sagen. So. Genau. Ich habe mich dazu entschieden, die Bohrer. Hier ist das Landepad, ne? Hier ist der Kern der Station. Hier ist die Fahne. Und hier oben habe ich in diesem kleinen Bereich habe ich jetzt die Bohrer angesiedelt. Und in dem Bereich da oder hier unten würde ich dann so Wohnkomplexe und so Sachen machen. Wo dann die Leute im Endeffekt wohnen können und leben können. Und bei rechts, bei dem Landepad hier, würde ich gerne vielleicht unten drunter oder so nochmal ein Landepad hinsetzen. Die Sache ist, ich kann es nicht auswählen zum Landen, das Pad. Ich bräuchte die genauen Koordinaten des Pads, wo es gerade steht. Dann könnte ich quasi da drauf landen. Aber dafür bräuchte ich das halt erstmal. Aber ich muss mal gucken, wenn ich dann vielleicht irgendwie starte, dass ich dann irgendwie irgendwo das ablesen kann. Das wäre schon sehr geil. Ich hau schon mal die Handbremse rein, weil das wird dauern, bis das hier bremst. Die Sonne ist so gerade gar nicht da, ne? Nee, es ist gerade quasi Nacht. Oder das Kekbula. Haha, ich wusste es.
Diese Anordnung von drei, was? Das sind ja noch zwei weitere Sterne bei ihm, ne? Bei dem schwarzen Loch sind noch zwei Sterne. Oder sogar drei. Ja, hier. Da war's. Aralak A, Aralak B. Das heißt, es ist nochmal ein Doppelsternsystem. Also dort gibt's einiges. Genau, da wollen wir hin. Da will ich versuchen, das Ding hinzuschaffen. Genau, und das ist für normales Erz, die zwei, die hier stehen. Und der hier ist dann für das Metall. Und dann verbinden wir die alle und gucken mal, dass das funktioniert. Ich bin gespannt. Dann, wenn wir die alle verbunden haben, dann aktiviere ich das auch alles. Und dann soll die Station einen allgemeinen Boost bekommen. Sowohl an Energie, weil hier sind auch nochmal die die Radioisotopen-Thermogeneratoren dabei. Jeweils immer zwei. Darum ist das so teuer, das Ding kostet um 300.000 jeweils eins. Also das ist schon mal hier nochmal ein ordentlicher Batzen, was ich jetzt hier hochgeschickt habe an Geld. Ich will die so nebeneinander stellen, dass sie sich nicht gegenseitig irgendwie mit den beißen irgendwie. Das wäre irgendwie doof. Boop. Wir hüpfen. So. Ich denke, kann man so stehen lassen, ne? Dann würde ich sagen, einfahren. So. Das lassen wir erstmal so stehen. Wir switchen jetzt. Okay, genau, wir gehen in die Hauptbase. Ja, die fallen nämlich fast in dem Stein und jetzt ist immer hier ein Stein gespawnt. Seht ihr das? Ne? Wir rutschen nicht, das ist halt... Und hier sind jetzt auf einmal keine großen Steine mehr, die sind jetzt alle hier. Obwohl die noch relativ mit den Steinen hier, das passt sogar noch relativ. Aber hier, das ist halt, die Textur wird halt jedes Mal neu generiert und darum ist das dann im Endeffekt so. Riefwerk ausschalten. Das sollte ich vielleicht allgemein mal machen. Die Triebwerke werden jetzt erstmal definitiv. Nicht mehr benötigt. So. Ja, jetzt sind wir da oben, das Zeug packen, ne? Also als erstes würde ich sagen. Wir haben nämlich hier mittlerweile sogar die Raketenteile voll. 1400. Darum würde ich sagen. Let's go. Abwasser, da können wir mal einen Reiniger starten, theoretisch, dass wir wieder Wasser erzeugen. Aber es ist relativ voll noch Wasser, also wir haben so gut Ressourcen dabei, auch Sauerstoff, Düngemittel haben wir auch noch. Das heißt, wir könnten das hier theoretisch auch noch, wir können halt auch das hier eigentlich mal starten, ne? Frühere Wachstumsstudie durch, Observe Plan, Startbewirtschaftung. Keine Besatzung. Was fehlt denn? Da können wir ja ihn hier machen, theoretisch. Ich habe ihn derweil hier reingepackt, ne? Blub brauchen wir ja jetzt für außen. Crew-Transfer. Transfer. Geht das oder brauchst du einen Wissenschaftler, ist jetzt die Frage. Betriebsbereit, 50%. Okay, du brauchst wahrscheinlich einen Wissenschaftler dafür. Ja. 250% Last. Okay, jetzt stellen wir quasi hier Lebensmittel her. Wobei, ich glaube, wir brauchen sogar Erz dafür, ne? Ja, dass wir das halt Zeug halt mal bekommen, wäre halt relativ wichtig. So, Show OE. UI. Wir nehmen das Pad hier drüben, das große. Dann würde ich sagen, bauen wir das erste, oder? Wir bauen unseren Rover hier quasi. Obwohl ich sogar lieber eine Rakete probieren würde, so eine ganz einfache, das wäre mir vielleicht sogar lieber, aber... Dafür brauchen wir 2800, wir hätten schon 4400 da. Dann würde ich sagen, Select Craft, Bild. Ich speichere das vorher erstmal, okay? Ich habe das noch nie gemacht, ich würde das vorher speichern und während das dann anfängt zu bauen, Spiel wird gespeichert, jawohl.
Ich mache gleich mehrere Spielstände, ne? So, Spiel speichern. Ich will jetzt nicht immer denselben Fehler machen wie letztens. Dass ich hier einfach auf Zurücksetzen klicke. Das war, ich habe mich so geärgert. Das glaubt ihr gar nicht, wie ich mich geärgert habe, auch wegen, weil ich auf dieses scheiß Zurücksetzen geklickt habe. So, haben wir drei Spielstände gemacht. Safety first. So, okay. Dann bauen wir jetzt hier drüben auf dem Pad ihn hier. Ich hoffe, dass mit dem Monoprop wird auch reingepackt. Live Support ist auch dabei. Bild. Okay, es wird gebaut. Und jetzt? Ich lasse es jetzt einfach mal so und guck, was passiert. Brauche ich jetzt Stoppproduktion? Aber Leute können ja nicht rein, oder? Nee. Fehlt irgendwas, dass sie nicht loslegt? Ich glaube, ich lasse das einfach mal mit Zeit, oder? Die Charge geht aber hart runter gerade. Gut, es ist so gerade Nacht geworden, ne? Wir haben Rocket Parts und nur darauf kommt es eigentlich an, denke ich. Vielleicht brauchen wir mehr Leute, das kann natürlich auch sein, ne? Ich lasse es jetzt erstmal und guck mal, was passiert. Vielleicht muss das Metallding auch laufen, keine Ahnung. Wir müssen es erstmal probieren. Wobei, vielleicht, weil hier keiner drinne ist gerade. Warte mal, das können wir ja ganz easy testen. Crew Transfer. Aha, aha. 5 Tage. Okay. Mhm. Ja, warte mal. Wir brauchen mehr Leute halt, ne? Okay, stopp, 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 stopp. Also Blub kann das nicht machen, weil ich brauche Blub für den Außenbordeinsatz. Ich brauche halt Blub definitiv für den Außenbordeinsatz, es geht halt nicht. Er hier hat nur einen Stern in Technik. Hat er doch, ne? Ja. Aber er macht das. 2 Tage. Herr Probus, 2 Tage? Okay, ich frage nicht, warum er nur 2 Tage braucht. Vielleicht, weil er es gerade schon ein bisschen gemacht hat. Also, er hat ja die ganze Zeit schon da drinnen produziert. Anteile. Okay, ich frage gar nicht erst. So. Blub, let's go. Wir müssen. Genau, ich brauche deinen Stuff hier. EVL, alles drum und dran. Perfekt. Ich überlege, ob ich von hier drüben aus das hochziehe oder von hier aus. Ich will das sogar von hier aus, glaube ich, machen, oder? Das hier sehe ich jetzt halt gerade nicht mehr so richtig. Das ist halt die Frage, ne? Von hier wäre natürlich gut, weil da haben wir schon die Verbindung, aber es ist halt eine komplett falsche Richtung. Ich glaube, wir machen das eher nach oben, oder? Ich glaube, wir ziehen die hier straight nach oben.
Ich muss von drüben dann sowieso noch Zeug holen. Aus der anderen Seite müssen wir noch Stuff holen. Weil das dauert jetzt ein bisschen. Ich würde sagen, wir verbinden das. Wir können das hier mit verbinden, ne? Theoretisch. Warte mal. Wo könnten wir es mit verbinden? Du hier. Wir verbinden das hier unten mit. Können wir eigentlich auch machen. Ich verbinde das gleich erstmal. Dann kriegen wir nämlich auch mehr Erz und alles und dann kriegen wir auch mehr Treibstoff, dann können wir auch die Schmelze ein bisschen besser laufen lassen und ich glaube, das wird alles sehr gut dann funktionieren. Connector. Die Sache ist, wenn wir dann ein Fahrzeug haben, ich lasse ja momentan alles irgendwie hier so landen. Hier hinten ist so die Lande-Area, in dem Bereich wird gelandet. Ich habe überlegt, man könnte das Kabel hier, ne? Wir ziehen, wenn das mit dem Rover klappt, ziehen wir das Kabel von den Landepads aus dann irgendwie hier weiter, dass das irgendwie bis hier so hingeht, das, ne, mit so kleinen, mit diesen kleinen Säulen und dann hast du das Kabel da dran. Bis dorthin ungefähr, hier so. Und wenn wir dann irgendwie doch mal Vorräte schicken, die jetzt nicht irgendwie dann fahrbar hierher gefahren werden, ne? Dann könnte man sagen, man macht das Kabel bis dahin. Wenn es landet, Kabel ran, alles in die Station umleiten und dann wieder abknüpfen und dann kann das wieder dort starten. Dass dort hinten dann quasi nochmal so ein nicht definierter Landebereich ist, in dem man landen kann. Könnte man machen, ne? Man könnte natürlich auch sagen, man zieht jetzt die Spur nochmal hier vor und lässt sie dann hier landen oder so. Dann könnte man das hier geradeaus rüber machen. Wäre auch eine Option. Da müssten wir einfach, ich glaube, so rum ist es, ne? Einfach irgendwie 100 Meter gen Westen. Ginge auch, wäre auch eine Möglichkeit, theoretisch. Wir müssen noch ein bisschen auf Kürbel, auf Blub hier achten. Noch ein Stück. So, jetzt gehen wir auf die andere Seite und holen noch Stuff. Aber wir produzieren jetzt das erste Raumfahrzeug. Keine Rakete, ein richtiges Raumfahrzeug. Das würde ich dann einfach irgendwie rückwärts runterfahren lassen. Ich habe unten drunter Monoprop-Düsen gemacht. Dann geben wir quasi ein bisschen Gas, dass das Nee irgendwie sich überschlägt oder so. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen, aber das kriegt man schon irgendwie runter. Zur Not, da ist auch ein Arm dran. Zur Not könnte ich den ausfahren und dann ziehe ich das quasi. Dann mache ich den Arm hinten runter, greife den Boden und ziehe das so von der Plattform sachte runter. Und kann das aber gleichzeitig immer so stützen. Wisst ihr, was ich meine? Es wäre vielleicht auch eine Option. So, jetzt hüpfen wir noch ein Stück vor, bis ich hier ran kann. Jetzt bin ich ja komplett im Stein, das ist halt voll dumm gerade. Hallo? Jetzt. Wie werde ich ihn brauchen? Da bin ich jetzt bei 2, 3, 4. Ja, sagen wir mal 5. Also sagen wir mal 3 muss ich mitnehmen. Ja, dann wird es ihm schon ein bisschen, ne? Hätte ich jetzt ein Fahrzeug, wäre das wesentlich einfacher.
Dann brauche ich 1, 2, 3, 4. Okay. Ich könnte. Wo ist das hier? Ich könnte das theoretisch schon hier ranpacken. Ah. Es geht nicht, sobald da was dran ist. Ich muss den scheiß Stein hier raus. Wir müssen es jetzt irgendwie da hochziehen. Blob, du musst aus diesem Stein raus. Okay, jetzt sind wir gleich schon mal hier oben. Die Sache ist, ich weiß nicht, also die Bohrtürme haben ja auch schon diese Kabel dabei, also die Rohrleitungen. Die Sache ist, ich weiß nicht, ob die nur in eine Richtung gehen oder beide, aber ich vermute mal in beide irgendwie. Ich könnte die auch schieben eigentlich, ne? Oh shit. Ich muss jetzt erstmal darüber. Das Kabel gänge wahrscheinlich auch noch weiter zu ziehen. Also ich müsste das gar nicht so, ne, mit den Abständen jetzt gerade machen, wie ich es gerade mache. Das gänge wahrscheinlich auch noch weiter. Aber ich finde das schon ein bisschen realistisch. Wisst ihr, was ich meine? Wenn das Kabel jetzt von hier unten bis da oben gänge, wäre ja cool, aber das sieht irgendwie scheiße aus. Wenn das keinerlei Connections hätte, wäre das irgendwie ein bisschen unlogisch, finde ich. Na. Moment, das bringe ich dann mal ganz kurz an. Das Hin- und Herschleppen jetzt, solange wir kein Fahrzeug haben, ist halt, es ist halt wirklich das Nervigste gerade. Aber können wir halt gerade nicht ändern, ne? Darum dauert das Bauen halt ein bisschen länger. So, guck mal hier in die Kamera, blub. So. Aber ich würde sagen, wir bauen dann in der nächsten Folge weiter. Okay, also bis zur nächsten Folge, bis dahin, macht's gut, ciao.